Das ist nicht ein Fotokopierer, da wird ein Tumor im 3D-Drucker geformt. Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Nach 3 Tagen im Drucker sieht das Modell so aus. Schwarz, das ist der Tumor und drumherum das halbtransparente, das ist der Knochen. Der Chirurg kann das von allen Seiten anschauen und sich so ein gutes Bild davon machen. Der Chirurg kann das Modell aber auch seinem Patienten zeigen und dann kann sich der Patient ein besseres Bild machen, von was mit ihm los ist. Genau so ist es im Stefan Wicki gegangen. Dass Stefan Wicki heute hier sitzt, ist ein kleines Wunder. Denn in seinem Becken wuchs ein tödlicher Knorpeltumor. Ich hatte einen stechenden Schmerz im Hüftgelenk. Und das hat mir ausgestrahlt. Eigentlich immer in der Ruhephase. Die ersten Untersuchungen im Spital waren ergebnislos. Doch weil seine Schmerzen nicht verschwanden, blieb Stefan Wicki hartnäckig. Ja, im Dezember 2014 habe ich die Diagnose bekommen. Ich habe einen Tumor, ein Chondrosarkom. Bösartig. Chirurg Bruno Fuchs ist spezialisiert auf schwierige Tumoroperationen. Hier auf dem Bild sieht man das Computertomogramm vom Resektat. Man muss sich vorstellen, das ist ganz hinten auf der Haut. Und das sind etwa 8 cm weiter vorne im Becken. Und der Schnitt muss hier durchgehen. Jetzt das Problem ist, der Punkt hier, der ist in der Tiefe, der ist umgeben von Eingeweiht. Den kann man nicht einfach anschauen, oder? Den sieht man nicht einfach von weitem. Da gehen überall Gefäße und Nerven durch. Und das sind die paar Millimeter, die ich angesprochen habe. Und wir wissen, dass wenn wir den Meißel, sag jetzt mal, da hinten einführen, und wenn wir den, sag mal, da ein paar Millimeter abwinkeln nach vorne, dann können wir im Tumor rein. Und das wiederum bedeutet, dass die Chance bei dieser Art vom Tumor, die der Herr Wicki hatte, sehr gross ist, dass der wieder kommt. Und halt dann auch bedeutet, dass man den höchstwahrscheinlich nicht mehr kontrollieren kann und wo der Patient dann sterben kann. Die Methode, die Stefan Wickis Leben gerettet hat, heißt Computer Assisted Research and Development, kurz CART. Verschiedene Bilder von Stefan Wickis Becken und der rot markierte Tumor wurden hier zu einem animierten Bild zusammengefügt. Forschungsleiter Philipp Fürnstahl erklärt, wie diese komplizierte Operation vorbereitet wurde. Das ist die Schnittebene, die geplant wurde von uns. Die wurde am Computer genau so aligniert, dass sie den ganzen Tumor entfernt. Anhand dieser Schnittebene haben wir ein patientenspezifisches Instrument erstellt, um hier Bohrungen zu setzen und den Teil zu resizieren, der entfernt werden muss. Das ist hier der grüne Teil inklusive der rote Tumor. Nach der Operation sieht man eine Lücke im Becken. Hier wurde der Tumor und ein Teil der Beckenknochen entfernt. Wenn man das Bild sieht, ist klar, so kann man nicht laufen. Doch im Leben von Stefan Wicki war Platz für ein zweites Wunder. Dank dem entstandenen Narbengewebe und mehreren künstlichen Bändern, die während der Operation angebracht wurden, läuft er mit jedem Tag ein wenig sicherer. Eine Operation mit einem so guten Resultat wäre vor ein paar Jahren absolut undenkbar gewesen. Herr Fürnstahl, Sie drucken quasi die Tumoren und die Teile aus. Können Sie mir noch mal sagen, für was? Also im ersten Schritt für den Patienten, im Fall von Herrn Wicki. Der Patient kann sich viel besser mit der Krankheit auseinandersetzen. Am MRI kann er Laie nicht erkennen, was ist Tumor, was ist Knochen. Mhm. Hier sieht er das genau, oder? Mhm. Da kann er sich quasi geistig auch vorbereiten. Wir haben im Film auch gesehen, Sie produzieren Operationshilfe. Das müssen Sie mir genau auch noch genauer erklären. Das ist dann eher für den Chirurgen. Sieht man an dem Beispiel, das ist wieder der Knochen von Herrn Wicki, das ist die Schnittlehre. Die wird auch in der Operation verwendet. Die passt genau auf den Knochen drauf. Und hier hat dann die Chirurgen Hilfe, dass er genau so schneiden kann, wie es am Computer geplant ist. In dem Fall von Herrn Wicki waren die Laternerven, die Blutgefäße und auf der anderen Seite der Tumor. Mhm.
Mhm. Der musste genau in der Mitte durchschneiden. Normalerweise müsste er das blind machen, so hat er die Hilfe. Mhm. Also das eine ist quasi repräsentiert der Knochen vom Patienten und das ist ein externes Stück, das sie wirklich noch draufsetzen. Genau, das wird dann sterilisiert, das kommt in die Operation und es kommt auf den echten Knochen des Patienten dann drauf. Mhm. Und so schneiden sie nie einen falsch rein? Also sie können wirklich Sachen, die unzugänglich sind? Genau, das sieht man hier so die Ebene. Das wird mit Bohrungen perforiert, wie bei einer Briefmarke kann man dann den Teil entfernen. Mhm, das ist absolut faszinierend. Wir haben aber auch gesehen, es entsteht eine riesige Lücke. Genau. Wo, wenn der Tumor entfernt ist, könnte man sich natürlich überlegen, kann man das auch füllen? Ja, es gibt Gelenksersatz, Fremdknochen, Eigenknochen, Implantate. In dem Fall war das so, dass der Schnitt genau in der Belastungslinie des Beines war und da würde das nicht verheilen, dadurch, dass immer Belastung drauf ist. Mhm. Deshalb hat sich Professor Fuchs entschieden, dass ohne so eine Rekonstruktion mit Implantat zu machen. Mhm. Er hat künstliche Bänder, wie im Beitrag gesehen, zur Hilfe genommen, dass der Femur, dass der Oberschenkelknochen ungefähr in Position bleibt. Mhm. Das vernarbt auch und es funktioniert gut. Und das wird langfristig auch immer besser und besser? Genau, weil es eben vernarbt. Dankeschön vielmals, Herr Fürnstall. Jennifer Oerli ist eine begeisterte Fußballspielerin. Sie steht im Goal. Und bei einem Fußballspiel in Zypern hat sie sich dann den Arm gebrochen. Eigentlich nichts Spektakuläres, aber es ist eine ganz lange Krankengeschichte daraus geworden. Fußball. Seit sie denken kann, ist das Jennifer Oerlis große Passion. Danach hat sie ihr Leben ausgerichtet. Doch bei einem Match in Zypern nimmt das Schicksal seinen Lauf. Es ist in der 90. Minute. Es ist eigentlich um den dritten und vierten Platz gegangen. So gut wie noch nie sind wir an diesem Turnier, an diesem Vorbereitungsturnier. Und der Stand ist 1-1. Und dann kommt einfach ein Querpass durch den 16er. Also komme ich von hinten, habe den Ball in den Händen, auch in der Bewegung rein, und ziehe sie einfach durch und bricht nicht den Ball, sondern meinen Unterarm. Und dann, ja, ich habe sofort, also ja, den Schmerz sofort gespürt, das Adrenalin hat nichts genützt. Und ich habe die Ellen und die Speichen sind abeinander. Ja. Ein sauberer Bruch, sagten die Ärzte. In 6 Wochen stehen sie wieder im Tor. Doch statt besser ging es Jennifer Oerli immer schlechter. Der Bruch heilte auch nicht nach 3 Operationen. Die Ärzte waren ratlos. Der Fußballtraum rollte in weite Ferne. Ja, ich umso länger, dass es gegangen ist mit dem ganzen Unfall. Ich habe die Unfallversicherung gesehen, ja, Jenny, du musst dich bei der IV anmelden, weil alle Ärzte oder alle Anzeichen sprechen ich dafür, dass du nie mehr wirst können Spitzensport machen und auch nicht mehr normal arbeiten. Halt. Dann habe ich so gesagt, ja, nein, ich habe den Traum und das sei an die WM im 15. im Sommer 15 auf Kanada zu gehen. Und sie kann mich dann gerne im Fernsehen anschauen, wenn sie will. Ich bin dann dabei, schaffe ich das. In der Uniklinik Balgrist nahm sich Handchirurg Andreas Schweizer dem Problem an und suchte nach Lösungen. Also wir sehen hier das Röntgenbild von der Operation, die man in Zypern durchgeführt hat. Während der Bruch in der Elle gut heilte, deformierte sich die Speiche so stark, dass auch die stabilisierende Platte sich zusammen mit dem Knochen verbog. Eine 2. Operation brachte keine Verbesserung. Auch die neu angebrachte Platte war zu weich. Sie verbog sich erneut. Nach einer 3. Operation wuchs der Knochen zwar endlich zusammen, doch leider in einer Fehlposition. Nach diesen 3 Operationen ist die Patientin zu uns in Balgrist gekommen. Und wir haben eine 3D-Analyse gemacht. Wir machen das anhand von CT-Aufnahmen. Wir generieren ein 3D-Modell. Generieren. Wir haben jetzt hier das Orange, der fehlverheilte Knochen. Und das Grüne werden gespiegelte Knochen von der Gegenseite, die wir überlagert haben bis dahin. Und was wir hier sehen, dass die Fehlform von diesem Radius, von dieser Speiche. Mit Hilfe der 3D-Methode konnte nun minutiös eine 4. und letzte OP geplant werden. Zur Operationsplanung ist das Wesentliche, dass man kann berechnen, wie das Fragment von der Fehlposition in die richtige Position kommt. Und unsere Software kann mittels Algorithmen die Drehachse berechnen.
die Drehachse bestimmt den Winkel und die Ebene, wo man das Fragment, das Teil wieder kann in die originale Position bringen. Sie sehen am Schluss, sieht das wieder so aus. Wir haben wieder einen normal bogene Speicher. In der Ansicht, wir sehen auf der Seitenansicht, dass die Speicher wieder einen geraden Verlauf aufweist. Und wir sehen auch, dass vorne die Länge, Speicher und Ellen wieder perfekt ist. Jennifer Early hat es geschafft. Seit der WM 2015 in Kanada steht sie wieder erfolgreich im Tor. Frau Early, wie lange ist es jetzt her seit der letzten Operation? Das ist im Sommer 2014. Also es ist jetzt eben anderthalb Jahre her, so genau. Ungefähr. Wie geht es Ihnen? Ja, echt super. Also fast besser. Also besser wird vor allem sicher gleich gut. Yeah. Ja. Wie neu geboren, kann man fast sagen, nach dieser langen Krankengeschichte. Aber Herr Schweizer, trotzdem, wo ist denn das Problem? Wie kann das überhaupt passieren? Gut, es ist ein zweischichtiges Problem, sagen wir mal. Also in erster Linie ist das Problem, dass der Knochenbruch nicht geheilt ist. Mhm. Und nachher nach der zweiten Operation nicht. Nach der dritten Operation ist er dann geheilt, aber in einer falschen Position. Und das ist eigentlich das, wo wir jetzt speziell darauf hinweisen wollen. Wieso dass das nicht geheilt ist, das kann einerseits sein, dass beim Unfall eine sehr grosse Krafteinwirkung war, dass es durch Blutungsstörungen gegeben hat, dass bei der Operation allenfalls zu viel freigelegt worden ist, Knochenhaut entfernt worden ist. Aber schlussendlich jetzt schwierig zu beurteilen. Auch falsche Platten eingesetzt? Ja, bei der zweiten, bei der dritten Operation ist eine Platte eingesetzt worden, die zu weich ist eigentlich für die Situation. Das hat sicher auch mit der Rolle gespielt. Mhm. Jetzt können Sie uns mal zeigen, was eigentlich die Situation ursprünglich war anhand von diesen Modellen. Also die Problematik, nachdem es der Knochen fehlverheilt ist, vielleicht schnell an diesem Modell zeigen. Also der Vorderarm kann so eine Umwendebewegung machen, so drüllen. Mhm. Wir haben das als Modell. Man sieht, dass die beiden Knöchel sich so umeinander wickeln und die sogenannte Prosupinationsbewegung machen. Jetzt bei der Frau Öli hat es eine Fehlstellung gegeben. Ich kann das so simulieren, nämlich so einen Knick drin machen. Und wenn ich jetzt hier wieder bewegen will, sieht man, dass der Knochen ansteht. Das gibt Schmerzen da hinten, wo es ansteht. Das hebelt den Knochen, also die Speicher, versus Elen vorne raus. Das kann da Schmerzen machen und macht natürlich eine Einschränkung der Beweglichkeit. Wie ist es heute? Können Sie gut bewegen? Ja, voll synchron. Synchron, ja. Voll bewegen. Tipptopp, so. Tipptopp. Jetzt haben Sie ja quasi das können simulieren mit einem Modell. Wie das sein soll, können Sie uns das erklären? Was wir sehen hier, das ist der fehlverheilte Knochen. Das wäre der Knochen so, wie er eigentlich aussehen sollte. Man sieht hier, wenn man vorne drauf schaut, den Fehlstellungswinkel in dieser Ebene. Man sieht, wenn man den Knochen drüllt, auch in der zweiten Ebene ist der Knochen auch schief. Mhm. Und wenn man vorne drauf schaut, sieht man, dass ein Rotationsfehler da ist. Also es ist in mehreren Ebenen eine Fehlstellung da. Und anhand von diesen beiden Modellen können wir ausrechnen, wie gross die Korrektur muss sein in allen drei Ebenen. Und wir tun damit dann eine Operationslehre konstruieren, wo man dann während der Operation genau die Fehlstellung wieder korrigieren könnte, dass man die richtige Form des richtigen Knochen das, erreichen könnte. Das sieht so aus, das ist so eine Bohr- und Sägeschablone. Die kommt dann während der Operation auf den Knochen und die hat so eine Abgussform von diesem Knochen, damit man exakt genau die Position von der Schnittebene und von den Bohrlöchern bestimmen kann. Dann wird es aufgesetzt, das werden die Bohrlöcher durch den Knochen gemacht, so ein Metallstäbe hinein da, und dann wird der Knochen durchtrennt. Und dann haben wir die Situation, also die beiden Knochenteile mit diesen Spickdraht, sagen wir, mit diesen Metallnägeln dran, und dann können wir so eine Repositionslehre aufsetzen. Also eine Art wie ein Zusammensetzspiel. Wo Sie eigentlich gar nichts falsch machen können, weil das richtig perfekt ist. Genau, das läuft eigentlich Schritt nach Schritt planbar ab. Dann schiebt man das so zusammen. So, und dann sieht man auch, dass die Knochenform eigentlich wieder identisch ist in beiden Ebenen. Und das eine Teil, das Wissen, die Schablone, hat sie jetzt das im Arm? Nein, das ist eigentlich nur eine Repositionshilfe, sagen wir dem. Also eine Hilfe, damit man die beiden Knochenteile wieder in die exakte Position bringt. Und nebendran gibt es dann eine Platte drauf, wo die beiden Knochenteile definitiv verschraubt und stabilisiert. Und wenn alles fertig ist, wird das Teil wieder entfernt. Und ja. Bleibt das jetzt für immer so und ist das total strapazierfähig? Weil Sie sind Goalie, also der Arm wird recht strapaziert.
Merken Sie etwas oder können Sie alles wirklich machen? Ich kann wirklich alles wieder machen, so wie vorhin. Aber Frau Oehrle, es braucht schon noch Mut auf der einen Seite und auch wahnsinnig Geduld, wenn man 4 so Eingriffe hinter sich hat. Wie ist das? Verliert man da nie den Mut? Nein, also wenn man eigentlich immer ein klares Ziel vor Augen hat, ein tolles Umfeld hat, wo man darauf bauen kann und den Glauben nie verliert, dann kann man eigentlich alles schaffen, ja. Dann bleibt man quasi dran, man braucht die guten Chirurgen, da sind sie. Ist das ein komplexer Fall gewesen, Frau Oehrle? Also bei der Frau Oehrle war es ein relativ einfacher Fall gewesen. Man musste den Knochen eigentlich nur einmal versagen. Es gibt kompliziertere Fälle, wo man den Knochen zweimal, dreimal versagen muss. Insbesondere wenn die Fehlstellung im Gelenksbereich ist, also wenn die Stufen im Gelenk hin hat, ist natürlich die Situation noch viel komplexer. Aber es ist, sagen wir mal, veranschaulich-mässig ist das ein gutes Beispiel, um zu verstehen, was die Methode kann. Das ist natürlich eben weiter ausbauen. Mhm. Wie ist es eigentlich an der WM15 gegangen? Das war das Ziel? Ja, genau, das war das Ziel. Ich habe es erreicht und ja, wir sind macht das Finale raus, leider. Mhm. Aber es war eine tolle Erfahrung, auch für die ganze Schweizer Frauenfußballabteilung. Genau. Ja, schön. Ja. Wir reden hier die ganze Zeit von diesem System, von dieser Technologie, die man CART ja nennt. Das gibt Ihnen aber auch wirklich die Möglichkeit, überhaupt zu realisieren, wo das Problem ist. Ohne das wüssten Sie es gar nicht wirklich. Genau, also anhand von der konventionellen Röntgenbilder, so wie das früher gemacht hat, die 2 Ebenen, kann man natürlich die Dimension von der Fehlstellung gar nicht erst analysieren. Und erst die Methode mit der 3D-Planung erlaubt uns überhaupt einmal, zuerst die Fehlstellung können zu berechnen, damit man nachher überhaupt die richtige Korrektur machen kann. Also man startet eigentlich schon ganz an einem anderen Punkt. Mit diesen neuen Technologien kann man nicht nur Knochen und Tumoren ausdrucken, es ist noch viel mehr möglich, wie das nächste Beispiel am Arm und an der Schulter zeigt. Im Bereich der Forschung arbeiten wir an der funktionellen Planung. Das heißt, wir möchten die Funktion der patientenspezifischen Bewegung vor der Operation, des Patienten mit seiner Krankheit simulieren, dann aber auch die Korrektur am Computer simulieren und die Bewegung, die nach der Operation da wäre, vorhersagen. Anhand der 3D-Planung gelingt es Philipp Fürnstahl und seinem Team, Operationen nicht nur zu planen, sondern auch das Ergebnis zu simulieren. Er kennt die Antwort darauf, welche Bewegung der Arm ausführen kann, wenn dieses Knochenstück abgesägt wird. Ein weiterer Schritt für die funktionelle Planung ist der Einbezug der Weichteile. Statt der Knochen können auch die Bänder Ursache für eine Bewegungseinschränkung sein. Dann nämlich, wenn sie sich zu wenig dehnen lassen. Wie stark die Überspannung wird, zeigt der Farbwechsel von grün nach rot. Mithilfe der 3D-Methode können die Forscher simulieren, wie stark sich das Band des Patienten in welcher Position spannt. Möglich ist dieselbe technische Vorhersage auch bei der Muskulatur. Gerade bei den hier farbig eingezeichneten Muskeln, die direkt am Schulterknochen haften, ist es wichtig zu wissen, welche Bewegung möglich ist, wenn an der Knochenstruktur etwas verändert wird. Dann beispielsweise, wenn der Knochen nach einem Bruch zersplittert ist und neu zusammengefügt werden muss. Und wir arbeiten an automatischen Methoden, die dem Planer oder dem Chirurgen die Arbeit abnehmen, das in mühsamer Arbeit zusammenzusetzen. Unsere Methode arbeitet anhand der Frakturlinien. Sie erkennt die einzelnen Frakturlinien. Unser Kent-Algorithmus kann dann diese Information nutzen, um dann die Fraktur automatisch zu rekonstruieren. Herr Schweizer, das ist richtig personalisierte Medizin, wahrscheinlich auch kostspielig. Zahlt die Krankenkasse? Im Moment zahlt es leider nicht. Also seit der Einführung der Fallpauschale kommt man einfach einen Betrag über für eine Diagnose. Mhm. Im Beispiel jetzt von der Osteotomie, also Korrektur des Knochen, sagt das, versagt man den Knochen ganz einfach. Bastelt den Handgelenk mal bei zusammen, gibt es gleich viel, wie wenn wir mit unserer Methode halt mehr Zeitaufwand und mehr Materialaufwand betreiben. Gewisse Kassen zahlen das, aber die meisten im Moment leider noch nicht. Und für so komplizierte Situationen gibt es ja gar keine andere Option, wie so eine Technik anzuwenden. Ja, richtig. Also unserer Meinung kann man viele Sachen kann man viel besser, viel genauer machen. Und es gibt auch Situationen, wo man eigentlich gar nicht anders machen kann als mit dieser Methode. Und wenn niemand zahlt, wie machen Sie es denn? Wir haben bei uns im Balgrischen Fonds, wo im Moment noch ein Teil davon
von den Kosten übernimmt. Aber wie lange ist auch noch die Frage. Eine Frage. Haben Sie immer so selber zahlen? Nein, habe ich nicht. Sie haben auch vom Fonds können profitieren. Genau. Was ist das nächste Ziel, Frau Oehrli? Ja, das Ziel ist, mit der Nationalmannschaft die EM zu können im 17. Ja. Dann drücke ich Ihnen ganz fest den Daumen. Machen Sie es gut. Merci. Und danke schön, dass Sie bei uns waren. Auch Ihnen, Herr Schweizer, herzlichen Dank. Unsere Sendungen können Sie jederzeit bei uns auf der Webseite anschauen oder Sie können auch einen gratis Podcast abonnieren. Brennende, stechende Schmerzen wegen einer Blasenentzündung, das kennen fast alle Frauen. Die Frage ist einfach, was hilft dagegen? Viel trinken, mal zuerst. Und dann, wenn es eine leichte ist, mit Blasentee versuchen und sonst wirklich zum Arzt, weil es geht schnell in ein Nierenbecken über und einfach aufpassen. Also ich hatte erst einmal und dort habe ich Antibiotika gebraucht. Gerade als erstes, wenn man es merkt, sofort viel trinken. Aber Wasser oder Tee, ohne Zucker. Also dann würde ich in die Apotheke gehen oder zum Arzt. Die haben sofort etwas, was sofort nützt. Viele Frauen haben immer wieder Blasenentzündung. Wichtig ist, dass gewisse Massnahmen eingehalten werden. Man muss viel trinken, schauen, dass man immer warm hat und schauen, dass man die Blase vollständig entleeren. Wichtig ist auch, dass die Scheide genügend feucht ist. Und sonst muss man Vaginalzäpfchen aus Granatäpfeln oder Rosen in die Scheide einführen. Wichtig ist auch nach dem Geschlechtsverkehr, dass man auf die Toilette geht. Cranberry und Preiselbeer sind ebenfalls sehr gut in der Prophylaxe. Sie verhindern, dass sich Bakterien an der Blasenwand andocken und so zu einer Blasenentzündung führen. Kapuzinerkresse ist ebenfalls sehr gut zum Einnehmen in der Prophylaxe. Sie wirken antibakteriell. Durch all diese Massnahmen kann verhindert werden, dass man eine Blasenentzündung bekommt. Und das war's für heute. Machen Sie es gut und adieu miteinander.